Es ist wieder einmal Zeit für den großen Preis von Italien hier auf dem allseits beliebten und legendären Autodromo Nazionale di Monza. Hier gibt es von allen Strecken der Saison am wenigsten Abtrieb und Luftwiderstand. Also, Sie können sich darauf einstellen, dass die Fahrer den Windschatten nutzen werden, so gut es eben geht. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Für den Grand Prix werde ich heute erneut von Stefan Römer unterstützt. Okay, reden wir mal über Jordan King. Sie mussten natürlich ihr Getriebe wechseln. Mit einer Startplatzstrafe in ein Rennen zu gehen, ist niemals leicht. Am Ende ist es immer besser, am Anfang in den sauren Apfel zu beißen, statt dass man den Grand Prix nach der Hälfte aufgeben muss. Hoffen wir, dass das neue Getriebe Ihnen dabei hilft, das Ergebnis zu erreichen, das Sie sich erhoffen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Leclerc, Norris, Alexander Albon und Verstappen, Richards, Ocon, Kvyat und Sergio Perez. Sainz, Ricciardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Kevin Magnussen und Russell, Gasly, Vettel, Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, Schumacher, Latifi, Stroll und Jordan King. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? So, da sind wir wieder zu Gast in Italia. Platz 7 ist es dann am Ende doch geworden, weil Ricciardo rausgerutscht ist aus dem Grid. Ich habe ja gesagt, ich starte auf Soft Runde 7. Das heißt Runde 6 Runden. Ja. Ich versuche mal nochmal ins Bringen. Ich mache das dann so. Gehen wir ein bisschen los hoch. Genau. Und dann gehen wir mal auf 17 und Sprit. Ich knall einfach quasi nur Sprit ohne Ende raus, weil wir müssen aufholen. Und dann geht's los. Renn Nummer 15 in dieser Saison. Da wird 7 starten. Na, mal gucken, ob wir hier ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Ach, warum hast du mir jetzt nicht die... Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Nee, ernsthaft jetzt. Weil eigentlich war es anders geplant. Eigentlich wollte ich auf Medium standen. Das hat er mich nicht übernommen. Ach, geil. Na gut, dann ist es halt jetzt so. Ja, wie gesagt, starten leider doch auf den Soft. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mit auf Medium fahren kann. Dass wir vielleicht nochmal einen kleinen Vorteil holen können. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Weil ich hatte mich ein bisschen auf Medium, ja, und dann haben wir nochmal auf Soft eine schnelle Runde zu gehen und vielleicht das Ding nach Hause warten. Das könnte Wochenende einfach nicht dominieren. Das ist leider bitter. Das ist bitter, das klappt nicht. Weil wir halt nur von Platz 7 jetzt in dieses Rennen starten. Aber mal gucken. Also, vor uns, wie gesagt, Verstappen und dann vor Alexander Albon. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass die in die Richtung gehen. Aber wir gucken mal, was halt erstmal auf uns. Hauptsache irgendwie ein paar Punkte mitzunehmen. Vielleicht können wir ja doch am Ende noch ein bisschen was rocken hier in Bella Italia. Die Frage ist, wie gut läuft der Start? Wie gut wird es hier durchgehen? Also mit da vorne reinquetschen macht in meinen Augen keinen Sinn. Aber guck mal, einfach möglich. Jetzt schauen wir, was drin ist. Nur Danny Ricciardo rausgefallen. Ich hatte Gott sei Dank ein paar mehr noch Strafen bekommen. Aber eigentlich müssen wir das Ding gewinnen, um hier wirklich noch eine
reale Chance haben. Wir starten leider nur auf der linken Seite, sprich nicht auf der Innenseite. Jetzt wäre vielleicht ein bisschen mehr möglich gewesen, weil rechts ist ein bisschen mehr Platz, um da vielleicht vom Feld vorbeizukommen. Also, alle natürlich auf neuen, nagelneuen Soft. Ich denke mal, da wird sich hier nichts viel geändert haben. Ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, wer jetzt hinten auf einer Reihe. So, auf geht's. Großer Preis von Italien. Los geht's jetzt. Versuchen wir es nochmal. Ja, da gehe ich jetzt nicht da rein. Oh, Alter, das kann doch nicht sein. Weil man mit drei Mann in der ersten Kurve rein muss, unbedingt. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. Weil man unbedingt mit drei Mann in die erste Kurve gehen muss, muss man natürlich da komplett zumachen. A new strategy is available on the MFD. Ach, welche Überraschung, dass ich jetzt wieder, dass ich jetzt schon in die Box darf. Ja, Vater. Ja, fuck you, ey. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey, Mann. So, probieren wir's. Gehen wir uns hin. Starten wir am Platz 7. Ich komme jetzt nicht darüber. Jetzt komme ich rüber. Und erlaubt es so. Wunderbar. That move was illegal. Och, return the position. Ich habe mich doch mal daneben gesetzt. Und dann das am Ende nach. Hab das am Ende versucht, nach Hause zu fahren. So, jetzt bin ich vorbei. Zumindest dann schon mal ein Verstappen. Jetzt vorbei. Dann auf 6 Einpositionen gewonnen. So, die anderen beiden haben mich auch noch direkt mit geholt. Also ich versuche jetzt, ich muss natürlich jetzt mit Gewalt irgendwie versuchen, ein bisschen nach vorne zu kommen hier. That's a decent start. Good job. Mich da jetzt ein bisschen reinzuhängen. Leclerc wäre der Nächste. Da komme ich jetzt gerade dran. Die Power ist gerade da vom Auto. Das ist also schon eine, scheint der Mercedes-Motor gerade ein bisschen zu arbeiten. Also ein bisschen gut zu arbeiten hier. Also, geben wir mal ein bisschen Gas. Versuchen wir natürlich die beiden Mercedes da vorne noch mit einzufangen. Aber jetzt muss das Ding an Leclerc hier vorbei. Weg ist in der Box. Hat so wohl auf jeden Fall ein im hinteren Teil geknallt. Mick is in the pits. Mick in the pits. So, schön auf der Außenlinie vorbei. Auf der Jagd nach dem Führenden. So, nächstes Auto da vorne wäre Lewis Hamilton. Also schaut mal, scheint das Auto deutlich besser zu funktionieren. Aber gut, das haben wir schon im Training gesehen, dass das Auto besser funktioniert hat. Oder dass das Auto hier gut funktioniert hat. Zeit nur der Regen war ein bisschen Katastrophe. Letzte Qualifying. Aber jetzt ist egal, das Rennen ist, hier läuft jetzt. Es gibt 13 Runden jetzt hier. So, der nächste wäre jetzt Lewis Hamilton, da gehen wir jetzt ein bisschen dran. Wir sind jetzt immer noch. Ja, bin noch dran. Alles gut. Also, drei Wechsel jetzt auf die restlichen Runde. Jetzt haben wir DRS, haben wir nochmal einen Vorteil. So, ich presse jetzt hier rein, also bleib jetzt hier drauf. Oder dahinter noch, damit ich. Jetzt hole ich mir den nächsten gleich. Na, ist doch zu früh. Frage ist, kriege ich den jetzt hier weggeholt? Mach ich das gleiche in gleichen Move gegen den Wikileaks? Oh, Alter! Danke, Scheiße, Alter!
dann ist vorbei. That was a big one. Confirm you're okay, please. Ja, aber dieses rechts, links, weißt du, das ist das Problem, wenn die KI dann, da willst du rechts vorbei und sagst dann, nö, ich bleib dann dahinter. Ah, der Hamilton ist clever. Der versucht das natürlich. Der lässt mir nämlich die Lücke nicht. Der macht dann direkt den Zins zu, beide. Aber ich hole mir den jetzt auf der langen. Jetzt hole ich mir auf der langen Geraden, wenn er nicht wieder so einen Assi-Move bringt. Wobei der gerade selber auf der Eis hat, durch das. Da lässt er mich nicht rein. Nicht an die Lücke ran. Hier hat auch Valtteri Bottas hier vorne. Der hat noch 10 Runden. Ja, ich komme nicht ran. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Gewinnen können wir das, könnten wir das Ding, aber die Frage ist halt, was machen, wie kommen wir da jetzt irgendwie vorbei an dem Auto? Also zweimal, dreimal hat er jetzt echt versucht. Oder hat er es geschafft sogar. Immer wieder rausgekommen. Rechts, links, um bloß nicht irgendwie mich da jetzt ranzukommen zu lassen. Ich komme hier nicht ran. Jetzt bin ich besser rausgekommen. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich das nutzen kann. Natürlich will er jetzt an Bottas auch vorbei da. Aber ich hole mir den Hamilton jetzt erstmal. Ne, kommt dann. Ich habe keine Chance. Ich komme nicht in diese Lücke rein. Weil ich will mich eigentlich gerne daneben dazwischen setzen. Zwischen Hamilton und Valtteri Bottas. Aber das kann ich knicken momentan. Das Mercedes-Team lässt diesen kleinen Formationsflug, diesen Angriff gerade nicht zu. Check your MFD for a new strategy option. Jetzt wird Hamilton an Bottas ran. Ja, wird uns ja mal vorne ein bisschen nicht uneinig. Leichtes Antitschen gerade an den Mercedes, dann ans Getriebe. Jetzt greife ich ihn an. So, ich werde Bottas erstmal. Sorry. Zwar ein leichtes Antitschen gerade an gegen Valtteri Bottas, das ging nicht an. Ne? Okay, da habe ich ein bisschen. Was heißt, ging nicht an? Also, ich hätte drauf bleiben können. Ne? Aber ich wollte eigentlich davor. Jetzt habe ich den Vorteil, dass ich den Hamilton jetzt vor mir habe. Nämlich das eine Auto erstmal weggenommen, aus dem Rennen rausgenommen. Und jetzt hat er nämlich kein DRS mehr. Jetzt kann er sich nicht mehr wehren. Acht Runden noch. Ich will aber nicht auf die Hards, ich gehe auf die Medium. Ja, der lässt es definitiv nicht zu. Der probiert es immer wieder mit mehreren solchen Moves, dass er da nicht angegriffen werden kann. Und wie da nicht? Ich komme nicht in diese Position. Ich will auch gerade zu viel.
1,3 Sekunden. Also ich komme nicht in Position. Keine Chance, irgendwas zu machen. Also der Tire condition is still looking good. Da habe ich auch aus dem DS-Fenster raus, das ist das Problem. Jetzt bin ich wieder ein bisschen drin in der Situation. Ja, vielleicht mit dem Boxenstopp, das ist gerade so gegen Lewis Hamilton reichen könnte. Da bin ich dann hin. Aber ich muss in dieser Position jetzt bleiben. So, die Frage ist, kriege ich ihn jetzt auf der langen Geraden hier? Aber jetzt hat es immer wieder abgewehrt bekommen. Auch dieses Mal bleibt er so weit drüben, dass ich nicht die Chance habe, irgendwas zu riskieren. 4,4 seconds. Ja, die Lücke nach hinten Bottas 4,4 Sekunden. Der kommt überhaupt nicht mehr mit der Finne im Mercedes. Kommt null mit hinter uns. Aber ich versuche halt jetzt an Bottas, an Hamilton ein bisschen ranzuarbeiten. So, Hamilton geht jetzt in die Box. Ich habe das DRS. Das ist der Vorteil. Deswegen bleibe ich. Deswegen bleibe ich jetzt eine Runde länger draußen. Vielleicht reicht das, um den Hamilton jetzt immer wegzuhalten ein bisschen. Ich muss halt immer ein bisschen was früher bremsen. Es reicht vielleicht, aber wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Führender momentan hier in diesem Italien Grand Prix. Vielleicht, wie gesagt, mal gucken, was hier noch in der Mitte rauskommt. Also, 4-4 momentan war heute Bottas und Charles Leclerc dahinter Ocon und Norris. Von 7 gekommen, also wir jetzt führen. Wir haben eine Runde frischere Reifen, das kann vielleicht der finale Cut sein. Reicht der Undercut oder beziehungsweise der Overcut, wenn Lewis Hamilton eine Runde früher reinkommen, eine Runde früher länger draußen bleiben und dann vielleicht die Chance zu haben, okay, wir probieren es. So, Wechsel braucht man nicht auf dem Flügel. Der Flügel ist noch ganz in Ordnung, weil der würde mich auch Zeit kosten. Bottas geht jetzt jedenfalls mit rein. Aber die bleiben jetzt auch noch mit Reibern und so. Go, go, go! That was our last stop. Da no kommt der mit! Kann was mitnehmen! Kann was mitnehmen! Retten wir uns den Arsch von Lewis Hamilton? Sorry, ich war einfach viel zu schnell. Aber wir bleiben vor ihm. Wir sind einfach vor ihm. Das ist immer das Allerwichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Dass wir da vorgehen mit ihm sind. Zwar jetzt nur Fünfter, aber alles, was vor uns ist, ist noch nicht alt. So, jetzt kommt natürlich jetzt ein mega Safety Card. Dann hätten wir das Rennen sogar noch doch noch verloren. Aber wie gesagt, es sind noch 4 Runden. Okay, clear. So, irgendwo ist jetzt gerade gelb. Frage ist, was ist, wer ist ausgeschieden? Da war keiner. Es ist nur kurz gelb gewesen. Some information on Ocon. It looks like the problem is terminal. They're retiring the car. So, jetzt kann das Safety Car gerne rauskommen, jetzt ist es eh egal. Weil die jetzt auch alle in die Box müssen. Hinter uns ist Lewis Hamilton mit 0,7 Sekunden. Er wird natürlich jetzt versuchen anzugreifen. Wir gehen jetzt erstmal in Führung hier.
drei Runden. We have five laps of fuel remaining. Wir haben noch Sprit, also gut, guten Sprit. Ich bleibe natürlich jetzt voll drauf erstmal. Weil mitgenommen haben wir genug, dass wir auch noch ein bisschen wegkommen aus diesem DRS-Fenster. Oh, das Gelb, aber da steht Ocon. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through the yellow flags. Der Vorteil ist, dass er natürlich hier nicht flachstellen konnte. Wegen der Gelbphase. Und jetzt kann mir das Safety Car auch gar nichts mehr anhaben. Es wird jetzt eh nicht mehr kommen. Ja, Hamilton, der kommt rein. Der will natürlich, ja. Ah, da bleibt er drin auf jeden Fall. We're leading our teammate by 29.4 seconds. Jetzt sind wir 2 Sekunden, ein bisschen wegkommen jetzt erstmal. Jetzt kommt er, jetzt muss er abreißen, das glaube ich, das Gefühl. Wir haben jetzt 2,2 Grad Vorsprung gehabt. Haben jetzt einen Fehler eingebaut und es ist wieder 1,9, also der kommt nicht rein dran. So, vorletzte Runde. Vorletzte Runde, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann haben wir tatsächlich diesen Grand Prix noch hier mit nach Hause genommen. Klar ist auch ein bisschen was dabei gewesen. Klar haben wir ein bisschen nachgeholfen nach diesem Unfall da zwischendurch mit dem Flügelschaden und alles von und dran. Ne? There's 3 laps of fuel remaining. Aber egal. Also ich gewinne diesen Italien Grand Prix. Gewinne mal irgendwie wieder ein Rennen. Immer wieder ein bisschen was nach Hause. Seit Kanada. Nichts mehr wirklich geholt. Österreich, nee, Österreich-Ungarn? Ungarn, glaube ich, war noch dabei. Ungarn, ja, Österreich-Ungarn habe ich gewonnen, genau. Aber jetzt erstmal zählt hier Italien. Nächste Woche ist dann Singapur, da wird es ein bisschen schwerer werden, definitiv. So, dann ist es jetzt die letzte Kurve für diese Runde und dann geht es noch mal einmal rum in diesen Kurs. This is your final lap of the race. Und dann gehört Italien uns, aber wie gesagt, dass wir das Ding genau nach Hause ziehen. Ja, am Anfang gab es dieses illegale Wohlmanöver gegen Verstappen. Ich glaube, da war ich neben der Strecke, deswegen hat er das angezeigt. Oder er hat mich neben der Strecke gesehen. Und dann gab es halt den Unfall. Am Anfang, weil da halt so dritt und nicht durch die Kurve mussten. Und wir da irgendwie eingeklemmt waren. 3,4 Sekunden haben wir jetzt aktuell Vorsprung auf Lewis Hamilton. Wir haben die schnellste Runde. Wir holen momentan die volle Punktzahl. Wegkommen. Wegkommen auf jeden Fall, wo gesagt, Singapur ist das nächste Rennen.
klar, kommt jetzt immer wieder ran, der Hamilton. Er will natürlich noch mal ein bisschen was versuchen. Hat der irgendwo noch Reserven oder kann er? Ne, er kann eigentlich nichts mehr machen. Wenn ich die Runde zu Hause fahre, die Reifen vernünftig nach Hause fahre, die Strategie hat funktioniert, so eine Runde länger draußen hat funktioniert. Und dann gewinnen wir diesen Grand Prix aus dem Monza. Von Platz 7 gekommen. Fantastic drive. Yes. Just fantastic. You deserve that race win. Ja, man will wieder ein bisschen zurückzumelden, auf jeden Fall wieder in die Richtung Konstrukteurs-WM, vor allen Dingen um die vorderen Plätze, vielleicht auch nochmal irgendwie Richtung Top 3. Die freie Fahrt an der Spitze optimal genutzt. Keine Chance für die Verfolger, auch nur ein einziges Mal in den Windschatten zu kommen. Was für ein Sieg hier in Monza. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Also wenn man so viele Leute überholt, dann sollte man das Rennen auch gewinnen. Ihr Auto war heute im Windschatten wirklich effektiv und das Team wird froh sein, dass der Motor in der heißen Abluft der anderen Autos nicht überhitzt ist. Er hatte keine Angst, die Reifen vor allem in den Kurven an ihre Belastungsgrenzen zu treiben. Dadurch konnte er später bremsen und ein paar aufregende Überholmanöver ausführen. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Für mich ist das heute Richards. Heute hat sich eine Menge getan, aber er war der Einzige, der sein Potenzial voll ausschöpfen konnte. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ansonsten hat unser Team mit dem Boss am Steuer gute Arbeit geleistet und arbeitet sich in der Tabelle weiter nach vorne. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Na ja, mit Ferrari wohl. Das ausgerechnet in Italien. Der nächste wäre der McLaren, aber das sind auch 61 Punkte. Die muss man auch erstmal abfahren in den vergangenen, verbleibenden Rennen. Es sind ja dann irgendwie nur noch 6 oder 7 Rennen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir sie noch. Ich sag mal, Red Bull, Mercedes, die werden nicht machbar sein. Ja, ist frühestens in der neuen Saison. Und vielleicht haben wir sogar noch Platz 3 in der... Ja, Platz 2 ist theoretisch auch noch drin. Also Bottas wird wahrscheinlich Weltmeister werden, aber Platz 2 ist noch alles möglich. Mal gucken, wie es in der nächsten, im nächsten Rennen aussieht. Also, von Platz 7 gekommen hier in Italien und am Ende dann doch noch den Sieg nach Hause gefahren. Nur die Schwächeperiode am Samstag gehabt im Qualifying. Aber... Eigentlich waren wir das ganze Wochenende über schnell, muss man sagen. Auch in den freien Trainings und so. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Gab es heute auf der Strecke irgendeine ernstzunehmende Konkurrenz? So hat das funktioniert auf jeden Fall. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? So. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Klasse, das war dann alles. Jo, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wie gesagt, nächste Rennen ist Singapur. Da sind wir mal gespannt. Doch noch irgendwie bis nach Hause genommen. 1900 Anerkennung kriegen wir, wenn wir das Ding nach Hause fahren. Wir haben noch 5 Rennen und dann sind wir zumindest die Rivalität gewonnen. So, nächster Rang, Spielerwachrang 15. So, nochmal eine Millionchen, oder? Wir haben ein bisschen was geholt. Ja, der Flügel hat ein bisschen gekostet. Da war gab's halt die Berührung im Start, das weiß ich auch. 3,64 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Ja, müssen wir natürlich noch ein bisschen was da rausfahren. Oder haben wir die 3,6 irgendwas noch insgesamt. Na gut, dann schauen wir dann an. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann geht's weiter nach Singapur.